Das Jahr 2021 wird ein Jahr des Kampfes. Es kommt eine Delegation der Zapatistas und anderer indigenen kämpfenden Menschen nach Deutschland. Sie werden alle 5 Kontinente besuchen und fangen in Europa an. Es geht darum, uns zu vernetzen und unsere Kämpfe zu verbinden, weil alleine werden weder Sie noch wir das schaffen. EZLN-Sprecher Subkommandante Moises erläuterte jüngst in einem Kommuniqué die Beschlüsse, dass wir nach dem Bereisen verschiedener Winkel Europas von unten und links am 13. August 2021 in Madrid ankommen werden. Der Hauptstadt Spaniens, 500 Jahre nach der angeblichen Eroberung dessen, was heute Mexiko ist. Es werden 160 Delegierte kommen, davon 75% Frauen. Sie kommen, um unsere Resignation zu brechen, um Hoffnung zu sehen und wieder neue Wege zu beschreiten, um dieses System zu erschüttern. Neue Wege der Solidarität, des Kampfes für die Ökologie, gegen das Patriarchat und gegen den neoliberalen Kapitalismus. Wir werden in weit entfernte Länder navigieren. Wir werden nicht die Unterschiede suchen, sondern wir werden finden, was uns verbindet. Denn es ist so, dass wir leben, trotz der Paramilitärs, der Pandemie, der Megaprojekte. Wir leben, das heißt, wir kämpfen. Organisiert wird die Reise von europäischen Solidaritätsnetzwerken. Und wie wir alle wissen, so eine Reise ist teuer, vor allem von so vielen Menschen. Und deshalb brauchen wir euch und euer Geld. Und nicht nur das, sondern wir brauchen eure Initiative und Unterstützung in jeder Hinsicht. Auf geht's! Por ver esa patria libre, nos entregaron su vida, por ver esa patria libre.